Luci, gibst du auf? Niemals. Ich brauchte jetzt zwar einen kurzen Moment, um nachzudenken, aber ich kann dir deine Antwort jetzt geben. Du meinst also, zu wissen, was die gefährlichsten Orte der Welt sind? Jupp. Na, dann bin ich mal gespannt. Dann fange ich mal an. Manche Orte sehen zwar schön aus, aber haben ein düsteres Geheimnis. Diese Orte sind nicht alle an einem Punkt, sondern sind quer auf der Erde verteilt. Da wäre zum Beispiel die Stadt Centralia in Pennsylvania in Amerika. Bis zum 27. Mai 1962 galt diese Stadt als schön und idyllisch. Eines Tages fing die Mülldeponie Feuer und die Einwohner mussten flüchten. Heutzutage sind die Straßen aufgerissen, die Häuser eingestürzt oder einsturzgefährdet und sie gleicht einer Geisterstadt mit maximal 10 Einwohnern. Nach wie vor steigt Rauch aus den dunklen Abgründen und ein schönes Leben ist dort nicht mehr möglich. Centralia gilt nicht nur als eines der gefährlichsten, sondern auch eines der gruseligsten Orte weltweit. Machen wir mit unserem nächsten Ort weiter. Wenn es tatsächlich eine Hölle gibt, dann liegt der Eingang in der Weize, in der Küste Karakum in Turkmenistan. Dort hat sich nämlich 1971 die Erdoberfläche geöffnet. Es bildete sich ein Krater mit 70 Metern Durchmesser. Doch das war noch nicht alles, denn giftiges Methangas fing an auszuströmen. Der Grund dafür war, weil Arbeiter während Bohrarbeiten an der falschen Stelle bohrten. Seit 50 Jahren lodert hier ein riesengroßes Feuer und macht ein Leben dort nicht nur unerträglich, sondern auch sehr gefährlich. Als nächstes geht es um die Insel Queimada Grande, welche auch Insel des Todes genannt wird. Die Insel, welche vor der Küste Brasiliens liegt, ist seit 1985 von Menschen unbewohnt. Es ist schon verboten, die Insel nur zu betreten, obwohl sie so einen schönen Sandstrand hat. Sie ist nämlich nur von Menschen unbewohnt, jedoch nicht von Tieren. Die Tiere, die die Insel so gefährlich machen, sind Insellanzenotter. Die haben nichts mit den Fischottern zu tun, sondern sind Schlangen. Damit ist die Insel sogar noch gefährlicher als die Insel Snake Island. Das Gift der Insellanzenotter kann in Sekunden zum Tod führen. Auf der kleinen Insel leben etwa 3000 dieser giftigen Tiere. Nun geht es nach Bolivien zur Todesstraße Yangas Road. Mitten durch die Anden geht die Straße. Eigentlich ist sie schön und exotisch anzusehen. Doch Achtung, besonders für Fahrzeuge ist diese Straße sehr schwer zu fahren, bedingt durch Schlamm, riskante Kurven, keine Ausweichmöglichkeiten, enge Abschnitte und hat noch dazu eine steile Schlucht. Wer trotzdem da lang fahren oder laufen will, riskiert abzurutschen und zu sterben, wie sehr viele andere vor einem. Der nächste Platz geht wieder an eine Insel, und zwar an die Nord-Sentinel-Insel. Im Indischen Ozean liegt diese Insel. Sie ist wunderschön, reich an Natur und bewohnt von Menschen. Und da ist auch schon das Problem, denn diese Menschen sind die Nord-Sentinelesen, ein Volk,
welches sich komplett von der Außenwelt abgeschottet hat. Diese Insel ist so gut wie unerforscht und schon der Luft- und Wasserraum ist verboten. Die Einwohner sind das abgeschiedenste Volk der Welt und wollen es auch bleiben. Wer ihnen zu nahe kommt, riskiert sein Leben. Sie wollen keinen Kontakt mit der Zivilisation. Das Betreten der Insel ist von der indischen Regierung verboten worden. Der letzte, der trotzdem auf die Insel ging, war 2018 ein Missionar. Er wurde wahrscheinlich von den Einheimischen getötet. Nun geht es wieder in die Wüste, und zwar nach Nordafrika in die Danakil-Wüste. Durch den Dalol-Vulkan, der sich dort befindet, ist die Wüste einzigartig gefährlich. Hier kann es nämlich bis zu 70 Grad heiß werden. Die Vulkankrater lassen gefährliche Salzseen und Schwefellandschaften entstehen. Doch da die Wüste durch die Naturschauspiele immer wieder Touristen anzieht, kommen leider auch Raubüberfälle und Entführungen vor. Wir bleiben in Afrika. Nun geht es nach Zentralafrika. Es geht um den Kivusee. Es ist ein See, der bis zu 500 Metern tief ist an manchen Stellen und ein gefährliches Geheimnis verbirgt. Denn im See existiert ein Kohlendioxid- und Methangemisch. Sollte dieses gefährliche Gemisch zum Beispiel durch ein Beben nach oben an die Wasseroberfläche steigen, könnten Millionen von Menschen ersticken. Nun geht es zum Südseeatoll Mururoa. Zwischen Neuseeland und Amerika liegen nicht nur die Cookinseln, sondern auch Mururoa. Die Insel Mururoa gehört zu Französisch-Polynesien und damit auch zu Frankreich. Von 1966 bis 1996 wurden fast 200 Atombomben dort gezündet, da die Franzosen die Insel als Kernwaffentestgelände ausgesucht hatten. Mittlerweile wird das nicht mehr gemacht, doch durch die damaligen Tests ist die Insel radioaktiv verseucht. Unser nächster Ort ist in Deutschland. Auch hier befindet sich eines der weltweit gefährlichsten Orte, und zwar auf der Insel Riems in der Ostsee. Hier befindet sich das Friedrich-Löffler-Institut. Dort werden die gefährlichsten Seuchen der Welt erforscht. Sollte dort mal durch einen Unfall oder ein Versehen eine Seuche ausbrechen, wäre das eine der größten Gefahren der Menschheit. Natürlich kann man nicht einfach so auf die Insel, und selbstverständlich ist diese auch gesichert. Das macht sie aber dadurch nicht ungefährlicher. Weiter geht es zur Stadt Pripyat. 1986 mussten die Einwohner ihre Stadt verlassen. Der Grund dafür war eine atomare Explosion, und noch heute wird davon abgeraten, sich dort aufzuhalten. Es ist eine gefährliche Geisterstadt mit nur sehr wenigen Einwohnern geworden, denn einige sind zurückgekehrt, also von den ehemaligen Einwohnern. Warum ist denn Pripyat so gefährlich? Ganz einfach, nicht nur, dass Pripyat in der Ukraine liegt, genauer gesagt liegt Pripyat in Tschernobyl. Auch 30 Jahre nach der Katastrophe ist es dort immer noch sehr gefährlich. Das waren sie, die gefährlichsten Orte der Welt, wobei man sagen muss, dass es noch andere gefährliche Orte gibt,
jedoch nicht so gefährlich wie die heute aufgelisteten. So ein Mist! Du bist richtig gut! Na schön, Luzi. Die Hälfte hast du schon mal geschafft. Bitte was? Die Hälfte? Ich glaube, ich höre nicht richtig. So lange hat mich noch nie jemand hingehalten. Aber gut, ich werde die anderen beiden Fragen sicherlich auch lösen. Wir werden sehen, mein Freund. Ich gönne dir eine kleine Verschnaufpause und dann geht's weiter. Darf ich trotzdem schon mal erfahren, worum es gleich als nächstes geht? Ich sage nur eins. Geheimakte Apfel.